Ja, hallo liebe Italienfreunde. Ein paar Wochen lang hat es so ausgesehen, als würden jetzt die Spieltrickbetrüger tatsächlich ein bisschen Ruhe geben. Wir haben ja zu Beginn der Saison, also irgendwann so im Bereich von Mitte April, haben wir einige Videos und Fotos veröffentlicht von neuen aktuellen Berichten über diese Spiegeltrickbetrüger. Und dann war tatsächlich ein paar Wochen Ruhe bis zum letzten Wochenende. Da hat es leider wieder ein paar Fälle gegeben. Einen davon zeige ich euch gleich hier im Anschluss. Eine Urlauberfamilie war betroffen, wurde nach üblicher Masche ein Auto überholt, wartet in der Parkbucht beim Vorbeifahren. Versuchen die Täter dann das Fahrzeug mit irgendeinem Geschoss zu treffen, was einen lauten Knall erzeugt. In diesem Fall haben sie offensichtlich auch daneben geschossen. Hat natürlich trotzdem versucht, das Auto mit Warnblinkanlage zum Anhalten zu bewegen. Hat das Fahrzeug überholt, wild gestikuliert. Immer wieder der übliche Vorgang. Die Urlauberfamilie bzw. der Fahrer dieses Wagens hat völlig richtig reagiert, ist nicht stehen geblieben, hat selbst begonnen zu hupen und hat dem Täter damit klargemacht, dass er nicht anhalten wird und dass aus diesem Betrugsversuch nichts wird. Die Täter sind nach wie vor unterwegs. Es ist leider so, dass dieses Phänomen in ganz Italien verbreitet ist. Es hat im letzten oder im vorletzten Jahr auch schon Fälle gegeben aus dem benachbarten Kärnten. Also man ist nirgendwo gefeit vor diesen Betrugsversuchen. Die Vorgehensweise ist immer gleich. Es wird versucht, einen Schaden vorzutäuschen. Dann wird oft ein lockerer Spiegel, darum die Bezeichnung Spiegeltrickbetrüger, vorgetäuscht. Und dann versuchen diese Täter, Bargeld von einem zu verlangen. Opfer sind immer gutgläubige Touristen. Und offensichtlich dürfte diese Masche auch immer wieder funktionieren. Denn sonst wäre diese nicht schon so lange so erfolgreich im Einsatz. Die Polizei ist hier relativ machtlos. Erstens mal viel zu dünn besetzt und zweitens, wenn diese Täter nicht auf frischer Tat ertappt werden, dann hat das relativ wenig Sinn. Dann haben sie schließlich ganz einfach keine Beweise in der Hand und können so die Täter eigentlich nicht belangen. Ganz, ganz selten passiert es dann doch, dass die Polizei einen dieser Täter fängt, was jedoch wirklich ein Ausnahmefall ist. Die Kennzeichen selbst sind zumeist geklaut, also irgendwo von einem anderen Fahrzeug einfach abmontiert. Mit diesen Kennzeichen sind sie unterwegs. Allerdings muss man schon auch sagen, ein Fall vom letzten Jahr, da war eine Tätergruppe die gesamte Saison mit den gleichen gestohlenen Kennzeichen unterwegs und die Polizei hat es in der ganzen letzten Saison nicht geschafft, diese Täter dingfest zu machen. Das ist dann schon wirklich auch löst Unverständnis aus und man sieht, der große Eifer dürfte hier nicht von der Polizeiseite vorhanden sein. Das heißt, wir Urlauber, wir Touristen haben eigentlich nur eine Chance, dass wir uns gegenseitig warnen, dass diese Masche ein reiner Betrugsversuch ist und dass die Täter möglichst nicht zu Erfolg kommen. Nur so werden sie damit aufhören. Ich schaue euch dieses Video im Anhang an, was jetzt gleich auf dieses Video folgt und ihr seht, wie dieser ganz aktuelle Fall von letzten Wochenende wieder abgelaufen ist. Geschehen ist das Ganze auf dem Weg zwischen Cavallino Jesolo, wenn man die Autobahnauffahrt Richtung San Stino di Livenza fährt. Das ist ein kleiner Ort, Torre di Mosto und da drin, in diesem Ort ist das passiert, beziehungsweise kurz davor, kurz danach. Da hat dieser Täter versucht, diese Betrugsmasche anzuwenden. Wie gesagt, er ist nicht erfolgreich gewesen, zum Glück. Und das funktioniert natürlich nur, wenn möglichst viele gewarnt sind. Daher bitte diesen Videobeitrag zu teilen, damit möglichst viele gewarnt sind, vor allem in Campinggruppen. Oft sind eben Gespannfahrer ein beliebtes Ziel dieser Täter. Und es sind praktisch nur ausländische Touristen davon betroffen. Die Italiener kennen diese Masche offensichtlich, da versuchen sie es erst gar nicht. Und uns erreichen jetzt eben seit dem Wochenende wieder vermehrt diese Berichte, dass es leider wieder offensichtlich der Fall ist, dass in und um Jesolo, also hauptsächlich eher wo in ruhigeren Gegenden, diese Täter wieder aktiv sind. Passen wir ein bisschen gemeinsam auf uns alle auf, warnen wir unsere Mitcamper, Miturlauber
und so können wir vielleicht diese Sache ein bisschen Herr werden. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem einen wunderschönen Aufenthalt. Mit ein paar Vorsichtsregeln können wir das Ganze verhindern. Wichtig ist einfach nicht stehen zu bleiben. Filmen, Fotos machen, das mögen die Täter gar nicht, denn sie wissen, dass sie dann hier auf dieser Seite online gestellt werden. Da kenne ich auch gar nichts. Ihr könnt mir diese Bilder, Videos gerne schicken. Ich werde sie anonym veröffentlichen. Das heißt, ihr kommt irgendwo nicht in Bedrängnis, dass diese Täter dann möglicherweise auf euch aufmerksam werden und euch irgendwo abpassen. Das kann maximal mir passieren. Und das nehme ich gerne in Kauf, um diesem Phänomen ein Ende zu setzen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Arrivederci und ciao.